Kick, Freunde, es geht wieder Schlag auf Schlag. Champions League steht an. Und zwar wieder gegen FC Salzburg? Nee. Doch. Doch, FC Salzburg. Genau, FC Salzburg. Wir wollen das hier natürlich alles korrekt benennen. FC Salzburg. Unter dem neuen Trainer Kofeld das erste Mal an der Seitenlinie bei einem Champions League-Spiel. Wie sind wir gestimmt? Vor allem, weil wir ja das letzte Spiel mit 3:1 in Salzburg verloren haben. Tja, also gegen Leverkusen hat man souverän gewonnen, würde ich sagen. Auch wenn Leverkusen jetzt davor schon 4 sieglose Spiele hatte und jetzt 5 sieglose Spiele und in der Krise ist, würde ich immer noch Leverkusen als besser ansehen. Ja, deswegen, ich kann mir vorstellen, dass das was werden kann gegen Salzburg. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass das was werden kann, wenn man jetzt diesen positiven Schwung gegen Leverkusen mitnimmt. Und wenn ich jetzt gerade mal auf das letzte Spiel von Salzburg in der Liga schaue, gegen SV Ried, haben sie nur 2:2 gespielt. Tore bei Salzburg durch Adamu und natürlich Okafor. Adeyemi hat anscheinend auch gespielt, ja auch Startaufstellung, also da wurde niemand geschont. Ja, letztes Spiel. Nur relativ wurden sie geschont, also in der 60. Minute wurde Adeyemi rausgenommen und dafür Okafor gebracht. Ja, okay, gut, stimmt, jetzt sehe ich es auch, ja. Aber, ja, haben gespielt, 2:2 nur. Sind natürlich immer noch Erster in der Liga, 35 Punkte mit Abstand auf Platz 1. Aber das ist nicht das Maß, an dem sich Salzburg messen muss, sondern eben an uns am Dienstag. Wenn man das letzte Spiel nochmal so ein bisschen betrachtet, das haben wir ja mit 3:1 verloren. Aber das sah auch über weite Strecken nicht nach einem 3:1-Sieg von Salzburg aus, sondern wir haben auch gut dagegen gehalten. Und wenn man jetzt unter Kofeld noch ein bisschen kreativer in der Offensive spielt, offensiver verteidigt, mit mehr Gegenpressing arbeitet, dann könnte Salzburg Probleme haben und deswegen bin ich auch relativ optimistisch auf das Spiel und freue mich. Ja, weil alle zusammen verteidigt haben auch und so ein Eckballfehler, also so ein, dass du ein Standard-Gegentor kriegst, das wird nicht nochmal passieren, so wie das aussieht. Vor allem auch zweimal, ne, gegen Salzburg jetzt zwei Stück kassiert nach einer Ecke. Denke ich auch nicht. Wekos wird höchstwahrscheinlich wieder mit dabei sein. Wir nehmen das Video am Sonntag auf. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Wekos wieder dabei sein wird. Wird er auch Startaufstellung spielen? Da habe ich mir noch nicht wirklich großartig Gedanken gemacht, wie man es machen könnte. Ja, ich habe mir... Ich könnte mir vorstellen, dass er für Gerhard reinrückt und dafür der Matcher nach außen geht. Sehr gut möglich. Jetzt ist natürlich die Frage, ist irgendwer, ich überlege gerade, ist irgendwer in der Champions League gesperrt von uns? Es sollte keiner gesperrt sein. Eigentlich nicht. Dann könnte man, ja theoretisch, das System, wie wir gegen Leverkusen gespielt haben, beibehalten. Werden wir das auch machen? Oder wird eine Viererkette von Kofeld ausgepackt? Ne, man hatte Tore geschossen gegen Leverkusen, deswegen kann man erstmal noch die Defensive weiter stabilisieren mit der Fünferkette. Oder du kannst es halt auch so machen, du nimmst den Innenverteidiger in Form von Gilavogi raus und packst ihn dafür dann vor den Dreierangriff, den man hatte, woraus sich dann wieder ein 4-2-3-1 ergeben würde. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, worauf Kofeld Bock hat, was er als richtig und wichtig erachtet. Was machen wir? Ich würde sagen, wir halten an dem System fest, weil es gut gegen Leverkusen funktioniert hat, oder? Bist du dabei? Einfach für die defensive Stabilität erstmal, dass du nochmal ein Spiel so hast. Und wenn es da wieder gut klappt und man wieder die Null halten sollte, dann kannst du im nächsten Spiel gegen Augsburg vor allem auf eine Viererkette umstellen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einmal kurz die Aufstellung und zwar in der Dreier- bzw. Fünferkette.
Im Tor wird natürlich Castel spielen, sofern er sich jetzt nicht bis Dienstag verletzen wird. Dann haben wir die drei Innenverteidiger. Ich glaube, da wird auch wenig bis gar nicht rotiert. Das werden weiterhin Brooks, Kilavuki und Lacroix machen, denke ich mal, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Okay. Auf den Außen denke ich, wird es eine Änderung geben. Links, denke ich, wird Ottavio spielen. Ja, denke ich auch. Steffen hat das zwar okay gemacht, aber Ottavio hat mir in der zweiten Hälfte besser gefallen als Steffen in der ersten. Deshalb Ottavio über links, der noch mal ein bisschen mehr Tempo mitbringt und sich auch eher wohlfühlt da in der Fünferkette auf der linken Außenverteidigerposition als Steffen. Ich glaube, Ottavio ist da ein bisschen besser aufgehoben. Auf der rechten Seite bleibt Baku oder spielt Mbabu? Ich würde sagen, es bleibt Baku, weil so als noch offensiverer Außenverteidiger bei einer Fünferkette ist Baku doch besser und Mbabu hat es jetzt auch ehrlich gesagt nicht gut gemacht, als er reingekommen ist. Ja, was heißt nicht gut gemacht, aber jetzt nicht so gut, dass man ihn jetzt sofort in die Startaufstellung packt. Ja, doch, also ich meine wirklich nicht gut, weil er wieder ein paar Fehler dabei hatte, wo ich mir dachte, das muss nicht sein. Ja. Auch ein. Wo er einen Körper reinstellen wollte, verliert den Ball und dann ist Leverkusen schon beim 3 gegen 2 Ja. im letzten Drittel von uns, weil Mbabu den Ball verloren hatte. Okay, Also er also. muss langsam wieder zurückkommen, Mbabu, sonst wird es sehr schwer. Ja, also okay, gut. Ich hätte jetzt auch Baku auf der rechten Außenverteidigerposition hingestellt, weil durch diesen Offensivdrang, den Baku noch ein bisschen mehr als ein Babu hat, ist er da besser aufgehoben. Ja, genau. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt diese Dreier-Fünfer-Kette. Dann brauchen wir zwei Mittelfeldspieler und ich glaube, da wird nicht rotiert. Das werden Arnold und Franks machen. Ja, denke ich Vielleicht. auch. Wollen wir zu Franks noch mal ein, zwei Worte sagen? Ich glaube, im Rückblick auf das Leverkusen-Spiel haben wir das so ein bisschen außer Acht gelassen. Wenn man bedenkt, dass Franks jetzt auch erst drei Spiele oder so für uns gespielt hat, relativ ins kalte Wasser geworfen wurde, weil eben Schlager verletzt ist. Wie sehen wir seine Entwicklung bisher? Ich finde ihn Der ist persönlich, stark. ja, finde ich auch. Und laufstark. Er ist jetzt die letzten drei Spiele, meine ich, jedes Mal der letzte Spieler von Wolfsburg gewesen und vielleicht sogar insgesamt im gesamten Spiel der laufstärkste Mann. Okay, Also. wenn du das sagst, vertraue ich dir jetzt einfach mal. Aber auf den ersten Blick betrachtet quasi, denke ich, kann ich mit dieser These mitgehen oder mit dieser Aussage. Aber ich habe jetzt nochmal geguckt gegen Freiburg und gegen Leverkusen. Jetzt war er der laufstärkste Mann jeweils. Ja. Also gegen Freiburg mit Eggestein zusammen war er der laufstärkste Spieler im Spiel. Und anhand dieser Statistik sieht man auch einfach, wie sehr er fürs Team arbeitet, wie viel er im Mittelfeld arbeitet. Arnold und Frank, das ist eine gute Kombi. Wenn Schlager dann wieder zurückkommt, haben wir auch diese Option wieder. Dann werden es wahrscheinlich wieder Arnold und Schlager machen. Aber Franks macht gerade nur Positivwerbung für sich. Und ja, wie gesagt, einfach ins kalte Wasser reingeworfen und macht seine Sache top. Dann haben wir die zwei Zentralen. Jetzt kommen wir zu den zwei Außenstürmern, einem richtigen Stürmer, zwei Flügelspieler, ein Stürmer. Ein Zehner, ein Stürmer. Wenn Vekos wieder fit ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, wird Vekos auch wieder spielen? Denke ich auch. Und wird deshalb bei uns in der Aufstellung auch zentral auf der Position eingesetzt? Ja. Deshalb, weil ein Match ein Tor gemacht hat und auch ansonsten auch kämpferisch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, wird ein Match auch nicht rausrotiert, sondern eben dann von der Zentrale auf die Außen ausweichen müssen. Oder sogar. Was ich mir auch gedacht hätte, vielleicht würde er neben Vekos so sozusagen einfach spielen, dass du sozusagen zwei Stürmer hast. Ja, und dann bräuchte man So eine. dass es sich so im Spiel dann einfach orientiert, dass sie so fast wie zwei Sturmpartner spielen werden. Und dann bräuchte man jetzt noch einen, der entweder der auch auf dem Flügel agieren kann oder eben hinter diesen beiden
hinter diesen beiden Stürmern. Jetzt müssen wir kurz überlegen, weil die wird noch nicht wieder mit dabei sein, denke ich einfach mal. Ich hätte tatsächlich gesagt, auch einfach, weil er ein gutes Spiel gemacht hat, dass man Luke Bakio spielen lässt. Hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. Die letzten Wochen waren wir ja so ein bisschen kritisch auf ihn gestimmt, aber ein gutes Spiel gegen Leverkusen gemacht und deshalb hat Ja, das. das war auch so ein Gedanke, den ich so hatte, jetzt unter Kofeld, schnelles Spiel. Da kann Luke Bacchio komplett aufblühen, weil du dadurch auch Kontersituationen hast und einfach seine Schnelligkeit, seine Wendigkeit, die er hat, seine Dribbelstärke auch mal gebrauchen kannst, was er ja auch gezeigt hat direkt gegen Leverkusen. Ja, wenn man im Spiel mit zwei Flügeln spielen möchte und einem Stoßstürmer, kann ja Luke Bakio locker auf den Außen spielen. Ich glaube, da fühlt er sich sehr, sehr wohl. Aber wenn wir, wie du meintest, eben mit zwei Stürmern spielen, oder ein Metscher ist natürlich ein Stürmer, aber wenn es sich im Spiel dann so entwickelt, dass Weghorst und Metscher nebeneinander stehen, kann auch Luke Bakio hinter denen so ein bisschen wuseln, auch mal auf die Außen ausweichen, mein Gott. Ja, Und ist ja auch so passiert im Spiel. Da waren Luke Bacchio als rechter Flügel, also vermeintlich rechter Flügel, plötzlich auch auf der linken Seite, wodurch das Tor gefallen ist. Also, die haben da vorne, glaube ich, auch alle zusammen sehr viele Freiheiten, wie sie spielen können. denke ich auch. Luke Bakio kann auf jeden Fall ordentlich für Action sorgen. Jetzt ist natürlich die Frage, die Aufstellung haben wir durch. Wir tippen nicht gegen Wolfsburg, aber will ich auch gar nicht. Ich auch Denn nicht. ich bin sehr positiv. Wir spielen zu Hause. Wir sind beide im Stadion. Was kann schiefgehen? 2-0 Wolfsburg. Ja, und ich hatte es, glaube ich, im Rückblick auf Salzburg gesagt, wenn man so gespielt hätte wie letzte Saison, dass alle zusammen verteidigen und angreifen, dann wird das normalerweise ein 3-0 gegen Salzburg. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal so frei und sage, das wird ein 3-0. Okay, lasse ich die durchgehen. Wir machen. Weil man hat wieder Aspekte gesehen, wie sie unter Glasner waren, auch Aspekte, die noch besser waren als unter Glasner, nämlich dass alle zusammen plötzlich auf den Ball, also nach vorne gestürmt sind und aggressiv verteidigt haben. Das hatte ich nur bei Testspielen unter Glasner gesehen, dass wirklich sich alle Richtung Ball orientiert haben, also zusammen nach vorne geschoben sind Ja, was, und verteidigt haben. ja, was, wir haben es ja auch schon im Rückblick auf Leverkusen angesprochen, mit dieser Fünferkette deutlich besser geht. Weil wenn ein Innenverteidiger dann rausrückt, zum Beispiel ein Guilavogui, haben wir noch Brooks und Lacroix da hinten stehen, die natürlich eine ordentliche Wucht sind, eine ordentliche Mauer. Ja, Okay. und was man auch von Brooks und Lacroix oft gesehen hat und was sie auch in den Leverkusen ein bisschen gezeigt haben, sie haben auch eine gute Ruhe am Ball und können zur Not mal selbst nach vorne angreifen und Ja. mal ein Dribbling starten. Ja, vor allem Lacroix auch mit seinem Tempo und dann wären Brooks und Guilavogui in dem Fall hinten und könnten absichern. Okay, also 2-0 von meiner Seite, 3-0 von Leons Seite. Wir hoffen, einige von euch sind natürlich auch im Stadion. Ihr könnt eure Tipps gerne in die Kommentare schreiben, da sind wir sehr gespannt drauf. Hoffentlich nur grün-weiße Tipps, nur positive Tipps für uns. Es sei denn, ihr seid Salzburg-Fans. Wir Kann aber bedanken. auch gerne für uns tippen. Gerne, gerne. Alles gern gesehen. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Gut Kick und bis zum nächsten Mal.